Ah, ich sehe die Insel. Ja, jetzt müssen die Siedler sich mit meiner Schwester rumschlagen. Habe ich die vom Hals. Ihr seid wohl nicht sehr verbunden mit eurer Schwester. Ja, das ist ja nicht meine richtige Schwester. Mein Doch, sieht sie so aus wie sie. Ja, eigentlich schon. Ich verstehe das auch nicht. Das ist alles komisch bei uns in der Familie. Sie sieht so aus wie ihr und ist doch nicht eure ganze Schwester. Nee, ich habe die nie als Schwester angesehen. Die hat mich immer gehauen. Achso. Bei mir ist... Ey, immer in der Höhe von Morlas Haus, ne? Ja. Wie kann das? Ich muss Rockkotz neu starten. Keine Ahnung. Starten. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach mal das Haus abreiße. Ja, irgendwie sowas. Hammer. Jetzt beendet. Okay, Rock neu starten. Ah, ja. Das Erbe der Hexe, Pinguin. Ja, das ist wirklich so. Das haben aber einige, ne? Dass er in Höhe von Morlas Haus da das Spiel sich aufhängt. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist der Fluch der Hexe. Oh ja. Boah, ist mir warm. Nee, 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 nee. Ein Baum und ich treffe ihn. So, ich bin wieder am Spiel. Wieso habe ich jetzt eine Türe im Inventar? Verstehe ich alles nicht. Morla wurde ihr erhängt und rächt sich, indem sie sich die PCs aufhängen. Ist bei euch auch so warm? Ja, ne? Setzt die Perücke auf, dann ist es nicht mehr so warm. Ja, nee, Bob, ihr, kannst mich mal gern haben, Junge. Ich hab, wann war das? Vor 2-3 Tagen, ja, die Aktion gehabt, schon geschwitzt wie ein Elch und da war es nicht so warm und heute ist ja noch wärmer. Nee, nee. Am Samstag, ne, 40 Grad soll es haben. Ach, Quatsch, echt? Ja, haben sie heute in den Nachrichten gesagt, also zumindest hier in Bayern. Samstag 40 Grad. Ach du Scheiße. Im Rest von Deutschland, also waren das 37 bis 40 irgendwie so. Boah, da brauchst du ja gar nicht rauszugehen. Wahnsinn. So, ich bin jetzt gleich an der Brücke. Dann bin ich da. Hoppala. Gesundheit. Ah, altes Nord-Sprichwort. Ich will gar nicht raus, es sei denn, hier wird es zu kalt. Nee, 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 nee. Man kann leider nicht die wassergekühlte Jacke von Mike. Was, eine wassergekühlte Jacke? So was gibt es wirklich? Mhm. Echt? Gibt sogar für Skifahren eine wasserwärmende Jacke. Ach du Scheiße. Ich hab so ein paar Dinger mal verkauft. Echt? Mhm. Hammer. So, der Berg hoch und dann sind wir da. Schwuppdiwupp, schon sind wir bei den Nordmännern. So, das Tor steht auf, Adam. Mhm. Da kommt ja der Halbling. Hallo, Herr Druide. Ihr habt ja wieder nichts an. Nee, sicher nicht, aber es ist komisch irgendwie. Ich verliere meine Kleidung. Ich weiß nicht warum. Und? Hier. Das und das. Ich weiß nicht, ob ihr das noch braucht, aber ich gehe jetzt einfach mal dazu. Ja. Ah ja, und Bären. Bären. Was zu trinken. Ja, sicher, sicher. Den nehmen wir noch etwas Fleisch. Ja.
könnte ich euch auch was geben, hier was Wertvolles. Ich weiß nichts damit anzufangen. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen, als Druide, ich weiß es nicht. Ich kann es mir mal ansehen. Ja. Wo habt ihr das denn schon wieder her? Ja, es wurde angegriffen. Tränen der Götter. So, so. Naja, ich würde auch weinen, wenn ihr so an mir vorbeilauft. So. Wie, was? Nichts, nichts, alles gut. Ich zieh mir mal kurz was an. Augenblick, Herr Druid. Ja, bitte. Ich hab dort die Tür aufgemacht. Ja, danke, danke. Ups. War nebenbei am Essen. Das passiert ihm jedes Mal. Was? Ja, stimmt. Ich muss mal gerade lesen. Meditieren, Augenblick mal. War nebenbei am Essen, konnte nichts schreiben, aber ich musste so lachen mit der Aktion am Baum, wo Gerrit abgerufen. Ja, das war echt heftig. Das war nicht schön. Aber ich habe die Beine noch geschlossen, daher war der Schmerz nicht so groß. Herr Druide, was macht ihr da oben? Nichts. Oh, nichts, nichts. So. Ihr dürft ruhig hinein. Oh, wohnt ihr hier? Ja, dies ist meine Hütte. Oh. Gavplayer, grüß dich. Lasst mich einmal sehen. Ah, hier unten? Nein. Wo haben wir es denn? Was, wo habe ich es denn hingelegt? Ja. Hier haben wir es. Ah, zuerst. Habt ihr es gefunden? Ah, lasst mich mal sehen. Ja. Lasst mich einmal nachschlagen. Ja, schlagt ruhig, aber nicht mich. Was? Nein, 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 nein. Nicht jetzt. So, lasst mich einmal sehen. Hier, die Eisriesen. Ja, hier, das ist das richtige Buch. Die Rimtursen, die Eisriesen. Ja, wo haben wir das geschrieben mit dem Lord? Hier. Nachdem sie an den Mauern Asgards waren, so zeigte sich der einzige... Svadifari. Vater. Svadifari. Sleipnir Svadifari. Wenn wir es tatsächlich mit Svadifari zu tun haben. Mit wem? Larifat? Wie heißt der Mann? Svadifari. Svadivari. Oh. Svadil. Svadil. Fari. Fari, ja. Ja. Jötunheim. Wenn wir es mit ihm zu tun haben, wenn es der ist, der aus Jötunheim hierher kam, und wenn es dieser ist, der die Kontrolle übernommen hat über diesen Black Packet, ja, dann haben wir ein Problem. Wieso wir? Weil das nicht nur die betrifft, sondern alle dieser Insel. Oh, sicher. Ja,
Dieser Eisriesenlord ist nicht einfach zu töten. Wie könnte der uns alle hier vernichten, oder wie meint ihr das? Terrorisieren und versuchen, hier für Ragnarök alles vorzubereiten. Ja, ja, Terror, ja. Heißt nichts Gutes. Das heißt, die einzige Art, wie dieser Mann getötet werden kann, ist von seinen eigenen Leuten oder von Milnia. Von wem? Milnia. Entschuldigung. Ich meine, Mjölnir. Mjölnir, ja, ja. Mjölnir. Mjölnir, ja, ja. Ja, ja Mjöl... Mjölnir. Ja, sicher, sicher. Das ist der Hammer Thors. Oh. Und daher, dass ich wohl nicht davon ausgehe, dass ihr irgendwo in eurem Ranzen noch einen Hammer von Thor versteckt habt. Ich? Ich gucke. Ja. Ich hab nur eine Axt. Ja, deswegen glaube ich, haben wir damit ein Problem. Der Einzige, der diesen Hammer heben kann, ist Thor. Thor. Oder jemand, der würdig ist. Naja, was dazu führen. Das ist. Aber wir werden wohl kaum an diesen Hammer herankommen. Deswegen müssen wir darauf vertrauen, dass eines Tages die Eisriesen sich gegen ihren Anführer stellen. Ja, wo gibt es denn diesen Hammer? Wo? Wisst ihr denn mehr darüber? Thors Hammer. Ja, sicher, was? Ja, ja. Thors Hammer Mjölnir ist aus einer gefallenen Galaxie, aus einer gefallenen Welt. Er ist so schwer, dass ihn keine Kraft der Menschen vermag zu heben. Nur derjenige, der es, würdig ist, an Odins Seite zu kämpfen und Asgard zu führen. Nur dieser kann diesen Hammer heben. Oh, also der Hammer befindet sich in Asgard. In Hallen Valhallas. In der Hand Thors. Oh. Ja. Wie kommt man denn da hin? Mit einem Schiff oder wie? Die einzige Art, dorthin zu kommen für eine Not, ist im Kampf zu fallen. Oh, auf ehrenhafte Weise, um nach Valhalla zu gehen. Oh, ihr meint den Himmel? Ja. Oh. Ja, ja, sicher, sicher. Oh, oh. Ja. Wir müssten mit den Göttern reden, vielleicht. Aber man müsste persönlich mit ihnen reden. Persönlich, ja, ja. Ja. Der Pater im Dorf hat immer gesagt, Gott ist bei uns, er steht direkt neben dir. Wo? Ja, ich sehe den auch nie. Darum glaube ich nicht an die Katholiken. Oh, seid ihr? Ja, ich auch. Ja, nee, ja, sicher. Ich bin das, ja. Ich werde auch nicht so schlau aus diesem Gerede. Vor allen Dingen, Sie sagen, Sie schreiben Ihre Worte auf Papier und lassen sie dort verewigen, auf Papier. Man sollte meinen, dass man dies auf Stein schreibt oder in Eisen einarbeitet, damit es andere Generationen noch vernehmen können. Ja, da gibt es so ein großes, dickes Buch, habe ich gesehen, in dem Katholikenhaus da. Das liegt da auf dem Altar. Ja, wie nennt er es? Die Bärbel oder so. Bubel, ja, irgendwie sowas. Ja. Bubel? Bubel. Die Bärbelbubel. Ja, ich glaube Bärbelbubel hieß das Buch. Irgendwie so. Dies ist ein komischer Name. Ja, sicher, sicher. Nun denn, es gibt für uns keinerlei Möglichkeiten, nun etwas gegen die Raubritter zu tun. Wir können nur hoffen, dass dadurch, dass er seine Frau wieder hat, es sich legt und er nicht auf Rache aus sind mit der Stadt und oh, die ich armen, hoffe natürlich auch nicht mit uns. Die armen Leute in der Stadt und hier im Dorf bei euch, ja. Naja, ich gehe davon aus, dass die größte Rache die Siedler trifft, denn
Diese haben sie entführt und den Dämon aus ihr genommen. Und wir haben sie lediglich hier, naja, aufbewahrt, solange sie noch in Gefahr war. Oh, also sollten wir am besten die nächsten Tage mal abwarten. Ja. Ja. Ich müsste jetzt, ihr habt doch gestern zu mir gesagt, mit dem Häuschen da unten, euer Angebot müsste ich jetzt annehmen.